und heute gehen wir frühstücken ins First Watch. Und das wird auf jeden Fall mal ein bisschen gesünder, ist ein bisschen anders als The Waffle House. Let's go! So, da haben wir's. Hast du schon Hunger? Brauchen wir eigentlich eine Maske? Keine Ahnung. Nö. So sieht es hier drin aus. Ist ja nicht so laut heute. Aber Musik. Doch. Das ist nicht immer so. Da ist die Küche. Das ist immer so eine offene Küche. Okay, hier haben wir das Menü. Und ja, es sieht auf jeden Fall anders aus als beim Waffle House. Auch eine größere Auswahl. Das Avocado Toast ist so ein Special Ding hier in dem. Und ja, hier haben wir so alles ein bisschen so gesündere Sachen. Hier, Cora wird bestimmt das Triathlete nehmen. Egg White Omelette with House Roasted Cremini Mushrooms, Onions, Tomatoes and Green Cheese. Served with House-Made Pico de Gallo. Whole Grain Artisan Toast, All Natural House Preserves and Fresh Fruit. So, hier haben wir Pancakes. Auch eine größere Auswahl. Caribbean French Toast. Kennt ihr das? So, dann haben wir hier, guck mal, Exclusives. Exclusives. Ex-Benedict, das esse ich eigentlich auch ganz gerne. Das ist eine ziemlich große Auswahl. Und dann hier drüben, das ist immer so meine Lieblingsecke, Omelette und Frittata. Ah, die verändern manchmal das Menü, das stört mich, da muss ich immer meins suchen. Aber hier, das esse ich immer oft. Chili Chorizo. Und dann gibt es noch mehr. Hier gibt es noch Bob's Red Mills Grips oder Salate oder Sandwiches. Also es ist eine ziemlich große Auswahl. Hier haben wir die Getränke. I have the Chili Chorizo and Coffee. You want chili chorizo with potatoes or mixed greens? Mixed greens. Okay. And a coffee? Yes. Awesome. Can I have the frittata without kale in it? You should order the triathlete. Because the triathlete doesn't have kale. But they can do it without kale. So I'll take the frittata without kale. Okay. And rather with potatoes than the green. Potatoes and the greens? Without green. Yeah. Okay. And I'll take the water, please. Water? Ich habe natürlich mal wieder ein paar Fun Facts. Okay. Und zwar, First Watch, wie viele Filialen gibt es, was glaubst du? First Watch in den USA? Nee, in Mexiko. Du hast bestimmt auf meinen Zettel geguckt. Es gibt über 300 Filialen, First Watch, in 26 Staaten. Und was glaubst du denn, wo der Name herkommt? First Watch. Warum heißt es First Watch? Und zwar kommt das von der ersten Schicht auf dem Schiff. Daher wurde das genommen, denn First Watch hat nur auf von 7 Uhr morgens bis 2.30 Uhr. Und das ist genau die erste Schicht auf einem Schiff. Das ist die First Watch, so heißt es eben auf einem Schiff. Und deswegen heißt es so. Ja, und die allererste Filiale wurde gegründet 1983 in Kalifornien. Und damals wurden dann mehrere Filialen aufgemacht in Kalifornien. Und stell dir vor, heutzutage gibt es keine einzige Filiale mehr in Kalifornien. Wow. Obwohl es da losging, gibt es heute keine einzige Filiale mehr. Ja, und der Hauptsitz ist in Florida, in Bradenton. Ja, und da haben wir auch an jeder Ecke ein First Watch. Außerdem, wie ihr seht am Menü, ist es hier halt ein bisschen eher so die gesündere Variante zum Frühstück. Ich komme hier wirklich sehr gerne hin und es gibt hier keine Friteuse, wie es zum Beispiel im Waffle House gibt. Keine Friteuse. Die Eier sind immer ohne Käfighaltung. Die nutzen nur Eier ohne Käfighaltung.
cage-free Eggs. So heißt es hier, deswegen sage ich das so. Und vor allen Dingen spezialisieren sie sich auch für alle möglichen Allergiker. Also wenn du irgendwelche Allergien hast, die haben sich darauf spezialisiert und können dir auf jeden Fall Essen geben. Und ich freue mich schon auf mein Frühstück. Du? Ja, das war's mit meinem Spickzettel. Hast du nicht noch eine Rückseite vielleicht noch? Warum möchtest du noch mehr Informationen wissen? Aber es war sehr informativ. Das wusste ich nämlich alles selber nicht. Wir waren ja schon so oft bei First Watch. Ja. Normalerweise guckt man sich solche Informationen gar nicht an, ne? Aber ich dachte, für so ein Video ist es immer ganz gut, ein bisschen vorbereitet zu sein und ein bisschen Informationen zu haben. Also verwundern, wenn ich irgendwo essen gehe, werde ich vorher mal googeln. Ja, ist doch eigentlich auch mal ganz interessant zu wissen, oder? So, jetzt kommt der Kaffeetest, mal gucken, ob der auch so wie Wasser schmeckt. Und das sind hier die Creamers, die man hat. Man hat hier ein bisschen mehr Auswahl, ne? French Vanilla oder Half and Half. Oft haben sie eigentlich auch Haselnuss, was mir ja gar nicht schmeckt. Doch, hier haben sie es immer mehr. Da. Die drei gibt es. Ich werde das Vanille nehmen. Ja. Und hier haben wir die Süßmöglichkeiten. Das ist entweder Stevia oder brauner Sugar. Zucker. Nehmen wir die Vanille rein. Zu Hause trinke ich das eigentlich nie mit Vanille, aber irgendwie ist es so ein Special Treat mit Vanille. Ich erinnere mich gerade an früher, vorher so 10 Jahren oder so, haben wir es ganz. Wir haben das eigentlich auch gekauft, ja. Aber es ist ja auch nicht so gesund, dieses Vanillezeug, die Sahne. Zu Hause trinke ich mit Sahne. So. Probieren. Ich kenne ja den Kaffee. Aber es ist schon eine Weile her, dass wir hier waren. Ja, also letztes Jahr. Also es ist auf jeden Fall wesentlich stärker, der Kaffee. Ist nicht so. Außerdem habe ich eine ganze Karaffe da als Refill. Ja. Schau, zeig mal. Was ist die Karaffe? Den ganzen Gabi. Da werde ich nachher ganz schnell sprechen. So. Guck mal. Ich werde immer schneller werden. Ja. Kowal ist auf Facebook Marketplace. Guck nach Autos. Ist das Potato? Oh ja, yeah. Potato. Okay, that's right. Das Brot wird hier gebacken. Das ist also ein frisches Brot. Und ein Rezept gibt es nur hier. Also, First Watch Vollkornbrot. Also, die nennen das Whole Wheat. Ist jetzt nicht so wie in Deutschland ein Vollkornbrot, aber schon ganz lecker. So, das ist jetzt mein Essen. Hier ist mein Omelette. Das werde ich gleich mal aufschneiden, damit ihr die Innereien seht. Das ist mit Avocado. Und hier ist so Salat und Tomate. Das ist Marmelade und das ist das Vollkornbrot. Und das ist auch wie immer schon gebuttert. Muss man nicht buttern. Mmh, lecker, lecker. Und das ist Sour Cream. Und hier ist. Thank you so much. Of course. And you can keep that if you like. Or you can put it on the screen. No, it's fine. Thank you. Und es sieht aber auch lecker aus, ne? Ja? Das ist hier ein Omelette und das ist mit. Champignons, ne? Oder mit genau. Pilzen. Was war da noch drunter? Tomate. Sieht auch lecker aus, ne? Ja. Auch schon gebuttert und Salat und dann hat er auch noch guten Appetit. Sieht toll aus, oder? Ja. Das Witzige ist, die gucken immer so, die denken wahrscheinlich, wir sind jetzt hier so. Restaurant-Tester. Ja. Die sind jetzt extra nett. Ganz schön viele Kartoffeln hat sie mir jetzt gegeben. Die sind vielleicht ganz aufgeregt schon in der Küche, weil sie denken, ich werde was schreiben oder so über die. Ich muss auch gleich mal hier zeigen, wie das von innen aussieht hier. So, guck mal hier, da drin, was da alles Leckeres ist. Avocado und Käse und Zwiebel. Mmh. Ja, also ich esse ja hier super gerne. Eigentlich schon wie so ein Lunch. Mhm. Mhm. Kartoffeln. Ich muss erstmal an meinem eigenen Essen arbeiten. So viel kannst du ja gar nicht essen. Ich biete es dir ja nur an. Lecker, lecker. Jetzt hier das Brot.
Mhm. Ja. Du hast ja auch ein leckeres Brot da. Ah ja, ich glaube, das ist Ciabatta, oder? Mhm. Mhm. Ist gut. Ein bisschen Marmelade drauf. Ich bin froh, dass da kein Kale drin ist. Das macht immer so einen komischen Geschmack. Kale ist Grünkohl. Kowai mag kein Grünkohl. Ich mag Grünkohl. Aber vielleicht nicht zum Frühstück. Viel gesünder, ne, als im Waffelhaus. Aber Waffelhaus war nicht schlecht. Und vor allen Dingen sieht es hier besser aus. Ja. Das Ambiente ist auf jeden Fall schicker. Und dann komme ich auf die Tankstelle. Ja. Willst du mal probieren? Ja. Ich weiß, ich habe gerade Marmeladenstulle. Kennst du noch die Pizza-Restaurante-Werbung von vor 20 Jahren? Mann, hier ist bei der Urkunde mit der Gabel. Hier ein Stück von der Ristorante-Pizza. Kennst du noch? Exquise, keine schmeckt mir so wie diese. Schmeckt auch sehr gut. Ich bin rundum zufrieden. Ich finde, mein Omelett sieht so richtig so mit Liebe gemacht aus. Nicht einfach nur so in die Pfanne gehauen, sondern deins auch. Sieht auch sehr gut aus. Ich mag es ja, wenn es leicht angebräunt ist. Julian würde sagen verbrannt. Ja. Julian nennt es verbrannt, ja. Wie ratest du jetzt dieses Restaurant? Frühstückslokal. Hallo. Gib ihm eine 9. Das ist fast perfekt. I mean. Und vor allen Dingen und zusätzlich, wir können ja jetzt beides immer raten, denn im Waffle House sah es ja ambientemäßig nicht so schön aus. So. Ja. Würde ich einen Punkt geben. Ein Punkt für Authentizität. Aber hier finde ich beides 9. Das Essen super klasse, 9 Sterne. Und auch wie es aussieht, finde ich auch 9 Sterne. Ich finde es hier super. Also wie ihr merkt, bin ich ein Fan von First Watch. So, und hier ist unser Receipt. Kaffee war 2,99, ist aber wie gesagt eine ganze Kanne. Habe ich gar nicht mehr getrunken als eine Tasse. Ja. Dann mein Essen war 10,89, deins ist nicht drauf, deins war umsonst. Das ist Korais war 11,29 und es ist insgesamt 25 Sitzen. Dann kommen nochmal Text drauf, das sind 27,12. Das müssen wir vorne bezahlen und da kommen dann noch 20% drauf. Ja, ich denke mal, das war's dann für heute. Hoffentlich hat es euch Spaß gemacht. Wenn es so war, Thumbs up nicht vergessen. Und ja, ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund und munter. Tschüss, ihr Lieben. Tschüss.